So, damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Stream der AOS Masterclass. Ich hoffe, das mit dem Video hat am Anfang geklappt. Ich könnte ein bisschen spät dran gewesen sein. Für den Fall der Fälle, dass es nicht geklappt hat, einmal nochmal besten Dank an unseren wunderschönen Sponsor PK Pro dafür, dass sie uns so schön unterstützen hier bei diesen ganzen Projekten, die wir mit euch machen dürfen. Und in dem Sinne heiße ich euch auch alle wieder herzlich willkommen zum nächsten Thema, was wir heute für euch vorbereitet haben. Und mit mir meine ich heute nur mich. Ja, habt richtig gehört, der liebe Jan oder auch der andere liebe Jan sind heute beide nicht dabei. Der eine hat keine Lust, der andere keine Zeit. Wer von den beiden was, könnt ihr euch jetzt aussuchen. Aber vorab erstmal wieder die allseits beliebte Frage in den Chat. Passt denn der Ton bei euch so? Diesmal müssen wir keine zwei Personen hier ausbaldowern, ob das funktioniert, sondern ihr müsst nur sagen, ob ihr mich gut hören könnt. Und dann können wir heute reinstarten. Wir haben tatsächlich ein paar viele Themen vorbereitet heute, beziehungsweise mit wir meine ich mal wieder nur mich heute tatsächlich. Aber eine schlechte Nachricht vorweg: Ich muss heute um Punkt 21 Uhr Feierabend machen mit euch. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, bitte schnellstmöglich in den Chat, weil um 21 Uhr haben wir noch eine Besprechung wegen Team Germany, wie es da weitergeht. Und die möchte ich ungern verpassen, sonst kriege ich ganz, ganz böse auf die Finger gehauen von meinem Coach. Und das wollt ihr nicht, das wollte ich nicht, denn sonst gibt es keine Videos mehr, weil ohne Finger kann ich keine Videos machen. Dann wollen wir auch schon mal reingehen ins Video, beziehungsweise in das, was ich heute für euch vorbereitet habe. Wir haben ja gesagt, wir wollen uns erstmal angucken, was gab es denn so die letzten Tage, gerade auf der Adepticon, was ist da so passiert? Ich mache euch das mal ein bisschen größer, dass wir oben anfangen und nicht schon gespoilert werden, was da sonst noch passiert. Bitte zum Entschuldigung, dass ich heute keine große Präsentation für euch gebaut habe. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Ich hatte ja gestern reingeschrieben, was ihr euch so wünscht an Armeen, was wir uns angucken wollen. Und ich hatte so auf, also ich hatte gehofft, dass überhaupt was kommt. Hatte mit so vielleicht zwei, drei Armeen gerechnet von euch, dass ich nicht wieder Orks machen muss. Obwohl Orks macht mir eigentlich richtig Spaß. Aber am Ende, ich habe mir hier einen kleinen Notizzettel gebastelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Nachrichten habe ich von euch bekommen, welche Armeen ihr hören wollt. Und es gibt ein kleines Problem. Ich habe eine Stunde Zeit und soll mir 17 Armeen angucken, wie man da eine Armeeliste schreibt. Da war natürlich die Frage, wie mache ich denn das? Wie ich da das Ergebnis gefunden habe, zeige ich euch später. Und ich hoffe, dass stellt euch alle dann irgendwie glücklich und dass wir das trotzdem hinbekommen. Aber erstmal möchte ich mit euch gerne zusammen über die Ankündigung für die Age of Sigmar 4.0 sprechen und einmal so ein bisschen in den Chat. Ich habe ja schon in verschiedenen Discord- oder WhatsApp-Gruppen so ein paar hier so ein paar Nachrichten bekommen, was ihr davon haltet. Würde aber trotzdem nochmal mit euch glatt ziehen und drüber sprechen, wenn Bedarf dabei steht. Also, was wir jetzt zum Beispiel alles schon wissen, was wir herausbekommen haben aus den Ankündigungsvideos von GW, habe ich mir extra alle nochmal angeguckt. Ich hoffe, nichts vergessen zu haben, sonst habe ich ja hier einen guten Chat, der mir dabei unterstützen kann. Wir werden ein Starter-Set bekommen mit den Stormcast Eternals und den Skaven. Und was da auch noch mit dabei kommt, ist, dass die gehörnte Ratte wohl jetzt offiziell ein Chaosgott ist. Und steht so ein bisschen im Raum, dass sie eventuell sogar spielbar sein wird. Ob das wirklich passiert, das weiß ich nicht, glaube ich auch noch nicht so richtig, bis ich es wirklich sehe. Wir werden für beide Armeen neue Modelle bekommen. Wir haben ja schon das erste Kit gesehen von den Skaven. Wir haben auch schon die ersten neuen Modelle im Video gesehen, unter anderem den Champion auf der großen Ratte. Bin ich mal gespannt, wie das am Ende wirklich vom Kit her aussehen wird. Wir haben das Rune Chapter von den Stormcast Eternals gesehen, quasi die Stormcast, die keine Seele mehr haben, die nicht mehr wiederbelebt werden können oder vielleicht doch, wir wissen es noch nicht. Denn auch von der Lore her wird sich bestimmt ein bisschen was tun, weil wir werden die nächste Runde in Akshi verbringen. Du schreibst es gerade schon rein, Felix. Angst, das Einzige, was mir so ein bisschen Angst macht, aber auch ein bisschen Hoffnung, ist, dass das System ein Index-Release werden wird. Das heißt nicht wie von 2 auf 3, dass Armeebücher ihre Gültigkeit behalten, sondern eben, dass alles auf Anfang gesetzt wird. Das ist ähnlich wie bei 40k dieses Mal, das ist ähnlich wie bei Age of Sigmar Season 1 auf Season 2. Und dazu so gesagt, ja, wir befinden uns gerade in einem echt guten System, was relativ ausbalanciert ist, was schön ist, was Spaß macht. Aber so, was man so gehört hat oder auch von Leuten gehört hat, die vielleicht schon mal die Möglichkeit hatten, da was anzutesten, es soll auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Es soll dem Spiel mehr Tiefe geben.
mehr Möglichkeiten geben und gleichzeitig es irgendwie schaffen, dass man besser einsteigen kann. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf, auch alles mal wieder mit euch zusammen zu erkunden und ja, dann quasi eine Masterclass machen, wo ich selber noch keine Ahnung habe, was ich spreche. Wird lustig. Ja, Kian, da sind wir noch nicht. Ganz ruhig. Was noch bestätigt wurde, ist, die Nahkampf-Range wird auf 3 Zoll fix angepasst. Das heißt, Einheiten werden keine Weapon-Range mehr haben. Das heißt, alles, was in 3 Zoll ist, kann es kämpfen. Units werden grundsätzlich angepasst. Das heißt, es wird sich angeschaut, wenn jetzt zum Beispiel mein Katakross 20 Leben und 3er Safe hat, aber ein Ushuran, der ja auch einen der Mortarchen ist, ähnlich viele Punkte kostet, warum hat der eigentlich nur ein 4er Safe und 16 Leben? Das heißt, es werden hier Units, Modelle und Einheiten miteinander verglichen und es wird sich angeschaut, warum ist der eigentlich ein 3er Safe, warum ist der ein 4er Safe, warum trifft der auf die 3, der auf die 5. Und da wird eine Möglichkeit geben, dass man die Einheiten besser miteinander vergleichen kann und dass man am Ende auch auf dem Spielfeld, auch wenn man die Einheit vielleicht nicht kennt, besser Rückschlüsse starten kann. Was kann die eigentlich überhaupt alles? Dann werden die Regiments und Armies of Renown auch in 4.0 bleiben. Das heißt, jeder, der sich da jetzt eine Drachen- oder Trollarmee zusammengebaut hat, kann jubeln. Das wird bleiben. Allerdings natürlich auf die neuen Regeln angepasst. Da es ein Index-Release ist, werden Battlepacks für alle Armeen erscheinen. Das heißt, wie das am Ende aussieht, ob es ein Heft sein wird, ob es PDFs sein wird, wer weiß. Auf jeden Fall werden am Anfang alle Regeln für die Armeen frei zugänglich sein. Soweit ich weiß, auch komplett kostenlos. Dann werden natürlich Battletomes nach und nach wieder released werden, aber das kann natürlich ein bisschen dauern. Das heißt, jemand, der jetzt gerade ein neues Buch, wie zum Beispiel Fact, bekommen hat, könnte ein Problem haben, dass in 3,5, 4 Monaten das Buch schon wieder komplett weg ist. Wir werden sehen. Es werden universelle Regeln, zum Beispiel ein Einheiten-Champion macht in manchen Einheiten plus eine Attacke, in anderen Einheiten hat er ein anderes Waffenprofil, in wieder anderen Einheiten hat er eine besondere Sonderregel. Das wird jetzt in der neuen Edition quasi in die Grundregeln aufgenommen, was ein Champion macht. Das gleiche gilt zum Beispiel für Sachen wie Deep Strike oder auch noch ein paar mehr. Da haben wir leider noch keine Infos, welche Regeln das noch beinhaltet. Es werden auch die Warscroll Cards zum Beispiel so angepasst, dass verschiedene Turns, wie zum Beispiel Combat, Shooting, farblich gekennzeichnet sind. Das heißt, man erkennt auf den Warscroll Cards auf den ersten Blick direkt, okay, in welcher Phase kann ich das jetzt eigentlich nutzen, was wieder den Einstieg oder auch den Spielfluss wesentlich besser aufrechterhalten soll. Und eine super Änderung, die ich hervorragend finde: Es wird ein Spearhead geben. Wir haben ja jetzt schon von GW einige Releases von diesen Spearhead-Boxen gesehen, unter anderem von den Stormcast Eternals zum Beispiel mit Indrasta drinne. Und diese Spearheads sind nicht nur Einsteigerboxen, sondern das wird ein komplett neues System für also um in das System reinzukommen. Ähnlich wie Combat Patrol bei 40k, was ich gehört habe, nur dass es soll super balanced sein und richtig Spaß machen. Die Spiele gehen dann ungefähr eine Stunde und man kann eben mit diesen Spearhead-Boxen, fragt mich nicht nach den Preisen gerade, die habe ich nicht im Kopf, schon komplett in das Hobby reinstarten, weil die Spearhead-Regeln sollen sehr ähnlich sein zu den 40k-Regeln, ein bisschen abgeschwächt oder eher mit wie den 2000-Punkte-Matchplay-Regeln, ein bisschen abgeändert, ein bisschen abgeschwächt, dass es auf der niedrigen Punktzahl auch Sinn macht. Aber ansonsten, ja, wie es gerade schon schreibt, 60, 70, 90 Euro. Für 60, 70 oder 90 Euro einen Einstieg in Age of Sigmar zu finden, gab es bis jetzt nicht. Ich habe da einfach richtig Bock drauf. Wenn ihr jetzt Freunde sagt, hey, komm, lass uns eine Runde Age of Sigmar spielen, und die sagen, nee, ist mir zu teuer der Einstieg. Jetzt habt ihr nicht nur die Möglichkeit, denen den Einstieg leicht zu machen über die finanzielle Hürde, sondern so ein Spiel in einer Stunde, was richtig Spaß machen kann. Was will man mehr? Weiß ich nicht, Kilian, ob das die Prayer kaputt macht. Ich weiß noch nicht mal, wie das System Prayer aussehen wird. Also Fragen zu Age of Sigmar 4.0 kann ich leider auch nicht beantworten. Da weiß ich nicht mehr als das, was wir bis jetzt schon bekommen haben. Was ich aber so ein bisschen gehört habe, wo ich ein bisschen rumgeschnüffelt habe, was es noch sonst für Spekulationen gibt für euch. Es soll in Age of Sigmar 4.0 irgendwann wahrscheinlich, nicht sicher, deswegen habe ich hier Spekulationen geschrieben, die Chaos Dwarfs kommen. Das heißt, diejenigen, die Total War Warhammer schon gespielt haben, ohne hier in irgendeiner Art und Weise Zwerge. Oh nein, ich mache kein Zwergenprojekt, das Ganze komplett vergessen wenigstens. Ohne hier in irgendeiner Art und Weise Werbung zu machen, da gibt es ja schon die Chaos Dwarfs, das heißt, wir können schon mal ein bisschen gucken, worauf wir uns da vielleicht einstellen können.
Was, ne, finde ich, schade ist, aber ich erkläre euch auch gleich, warum ich es gut finde, ist, dass die jetzt wunderschönen matten 6 Zoll Marker, die wahrscheinlich alle von uns schon zu Hause haben, auf 3 Zoll geändert werden. Also entweder ihr habt eine Stanzmaschine zu Hause und stanzt euch dadurch 3 Zoll Marker oder ja, benutzt es als Mauspad. Ich weiß auch nicht, was sonst. Ist natürlich schade für alle, die es sich jetzt gerade erst vor kurzem gekauft haben, aber der Vorteil daran ist natürlich, dadurch, dass die Marker kleiner werden, hat man die Möglichkeit, Battle Plans viel mehr Freiheiten darauf, das anzupassen, weil die Marker nicht mehr so viel einnehmen. Das heißt, wir haben da auch die Möglichkeit, mit Gelände ganz anders zu agieren und ich könnte mir vorstellen, dass Gelände eines der Sachen wird, die in Age of Sigmar 4 noch eine große Rolle spielen. Oh, ein bisschen zu gierig beim Trinken gewesen, bitte um Entschuldigung. So, soll weitergehen. Der Double Turn soll angepasst werden. Was genau das bedeutet, wissen wir auch noch nicht zu hundertprozentig. Das, was hier die Gerüchte sagen, ist, dass der Double Turn, sollte man ihn freiwillig nehmen, man in diesem Zug keine eigenen Secondary scoren kann. Das heißt, keine Battle-Taktik-Ansagen. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Das heißt, hier kann man keine Battle Tactics ansagen und einem gehen dadurch Punkte flöten. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen, kann ich in diesem Double Turn genug Schaden machen? Oder gebe ich ihn ab und nehme dafür die Punkte? Ich denke, das gibt nochmal einen komplett anderen taktischen Ansatz. Bitte, vielmals um Entschuldigung. Und ich denke mal, da werden wir noch ein bisschen mehr interaktive Sachen mit reinhaben. So als kurzen Ausblick. Ich denke mal, hier im Chat, was ich so gesehen habe, gab es jetzt wenig Skepsis. Na, auf jeden Fall so ein bisschen Aufregung, ein bisschen Vorfreude. Ich habe einfach richtig Bock und ich denke mal, das wird richtig gut. Ich glaube auch, ich hoffe auch, dass sie es nicht so kompliziert machen wie bei 40k. Da bin ich ganz bei dir. Aber das war einfach nur der kurze Ausblick, den ich hier einmal mit euch machen wollte. Und jetzt hole ich euch einmal ab, was ich mir vorgestellt habe, wie wir das jetzt mit den Armeelistschreiben machen. Also, ich hatte eigentlich vorher geplant, dass ich mir ein, zwei Bücher angucke, wir die zusammen miteinander durchgehen und ich sage, okay, was würde ich hieraus machen? Warum sehe ich das gut? Warum sehe ich das gut? Und wie wir daraus eine Armeeliste erstellen. So, ich hoffe, jetzt haben wir es langsam. Da ich aber 17, wie gesagt, ich glaube 17 waren es Nachrichten von euch bekommen habe und eigentlich keinen von euch da irgendwie im Regen sitzen lassen würde, habe ich mir jetzt so vorgenommen, das kann ich euch einmal zeigen. Wir gucken uns jetzt zu den allen vorgeschlagenen Listen, Entschuldigung, Armeen, repräsentative Listen an, die auf Turnieren gespielt wurden, von denen ich weiß, dass sie gut sind, von denen ich weiß, dass sie die Armee widerspiegeln. Und anhand dessen werde ich vielleicht ein paar, zwei, drei Worte zu sagen, warum die Liste so gut ist, was diese Liste ausmacht. Und wo die Tech-Pieces drin sind, die eben diese Armee so stark macht. Ich habe hier am Anfang zum Beispiel geschrieben, eine Nachricht vom Herrn Sondling gesehen. Die möchte ich nicht untergehen lassen, war, glaube ich, eine der ersten auf dem Chat. Was muss eine Armee haben? Was muss eine Armee können, um zum Beispiel Magie, Fern-, Nahkampf oder C zu sein? Und auch die Frage, wann kann eine Armee solche Konzepte nicht spielen? Ich denke mal, das sind halt so Sachen, die relativ wichtig sein können. Wenn eine neue Edition oder ein neues Buch kommt, dass man das relativ schnell versteht. Also grundsätzlich kann man das sehr einfach zusammenfassen. Wann ist eine Armee gut in Magie? Könnt ihr euch immer überlegen. Magie zum Beispiel kriege ich Boni aufs Casten, habe ich gute Zauber in der Lehre und kann ich besser zaubern in unterschiedlicher Art und Weise als andere Fraktionen. Genau das gleiche für Fernkampf. Habe ich gute Schützen? Habe ich gute Buffs? Kann ich das besser als andere Fraktionen? Das gleiche gilt für Nahkampf und für Zähigkeit. Es gibt dann natürlich, wie wir in den, wie heißt jetzt, Armee-Archetypen gelernt haben, unterschiedliche Ansätze. Deswegen, man kann jetzt nicht nur sagen Magie, Fern, sondern das ist eher in Richtung wirklich Control, Alpha Strike, Castle, eher in die Richtung. Aber ich fand die Frage trotzdem, es wert, dass wir sie nochmal mit reinnehmen. Dann würde ich sagen, alle Gitz-Konnoisseure von euch, schnallt euch an. Wir starten mit den ersten Gitz-Listen.
Bei Gits ist es momentan so, es gibt zwei Möglichkeiten, die momentan viel gespielt werden. Das sind die beiden Listen, die momentan als Konzept am besten funktionieren, die am beliebtesten sind und die auch auf Turnieren am besten abschneiden. Wir fangen an mit der Gits-Liste mit den Squicks. Kurzer, nicht gesponserter Werbung für die Seite Warhammer. Hier werden regelmäßig Statistiken gepostet, hier werden regelmäßig, Top 3 Listen von Turnieren. Hier haben wir ein Turnier im 3. 4. Februar, 31 Spieler. Und hier haben wir einmal die Liste. Wir haben klassisch dabei, da fange ich auch erstmal an, die 10 Boingrod Bounders, die 36er Squickhurt und die 24er Squickhurt. Und wir haben hier oben drum 4 Helden, die diese Armee supporten. Das Wichtigste hier drin ist einfach, dass die Squickhurt unfassbar viel Damage macht mit den richtigen Buffs, die Boingrods unfassbar viel Damage machen mit den richtigen Buffs und der ganze Rest der Armee eigentlich dafür da ist, eben diese Buffs zu verteilen. Wir haben hier noch einen Loonboss als Mangler Squick dabei, für eine schnelle Unit dabei, die nochmal extra viel Schaden machen kann, Fight Another Day, reinhüpfen und wieder verschwinden. Eine Sache, die unfassbar stark ist, finde ich, Kringrak, der dafür sorgt, dass Einheiten in 3 Zoll, die ihr wählt, im Nahkampf Fight on Death haben. Das heißt, stellt euch vor, hier stehen 36 Squicks, die ihr gerne weghaben wollt, weil die stehen halt mit 36 Bodies auf dem Objective. Die Jungs haben aber 5 Attacken, Rend 1, und machen 6 und Hit gleich Mortals. Ihr denkt, okay, es ist mein eigener Zug, ich ras hier mal rein und hau die runter. Schafft es auch irgendwie, 72 Schaden zu machen. Jetzt steht aber Gringrak, der kleine Drecksack, dahinter und sagt, haha, die Jungs haben jetzt Fight Death. Du hast es geschafft, sie zu töten, aber die kommen komplett wieder und hauen dir auf den Deckel. Das heißt, diese Armee lebt extrem von ihrer Boardpräsenz, von ihrer Mobilität, von ihren überlappenden Buffs und den Gegner dafür zu punishen, wenn er eigene Einheiten tötet. Die Armee tradet sehr gut, weil durch den Loonschrein kommt ja die Einheit, wenn sie stirbt, nochmal zur Hälfte wieder. Wir haben hier eine Armee mit unfassbar viel Damage, mit unfassbar hohem Spike-Potential, aber auch gleichzeitig, die sich sehr leicht auf Objectives stellen kann. Problem hier ist natürlich die Bravery der verschiedenen Units. Wenn wir unterschiedlich anhitten, sterben die relativ schnell, genauso wie die Helden, die nicht sonderlich tanky sind. Wie steht jetzt so eine Liste? Wie schreibe ich überhaupt so eine Liste? Ja, es sind nicht 6, es sind nicht 60, es sind leider ein paar mehr, es sind immer 12er. Ah doch, ja, okay, ist richtig, 60 ist richtig. Du brauchst nicht 48, es reicht auch eine 36er Liste, Kilian. Wir gucken uns, also als Beispiel hier grundsätzlich, wie man Listen schreibt. Wir gucken uns an, was für Units wir im Buch haben. Hier würden wir zum Beispiel ausgehend, wir wissen, die Skrikhurt für 140 Punkte, 120 hat sie mal gekostet, das war komplett OP, hat 72 Leben und wir gucken, was für Buffs die haben können. Wir sehen hier, die kriegen unfassbar viele Attacken dazu, wir sehen, die können auf die 6 Mortals machen und Fight and Death. Et voilà, wir haben unser Main Piece in der Armee gefunden, 36 Skrikhurts. Jetzt geht es weiter, wie können wir weiter drumherum bauen? Das heißt, hier haben wir noch mehr Buff-Pieces dabei, mit unter anderem dem Squick-Boss, mit Kringrak. Und wir haben auch noch weitere Einheiten, die eben diesen Damage anbringen können in der Liste. Das heißt, hier haben wir eine quasi rundum zufriedene Liste, wo jede Unit in dieser Liste seine Aufgaben erfüllt, seine eigenen Aufgaben hat für die Armee. Und genau so ist es auch der Sinn der Sache, eine eigene Armee zu erstellen, eine eigene Liste zu erstellen. Hat jede Einheit hier drin einen Sinn? Welchen Sinn hat sie? Und wie funktioniert sie mit der Synergy? So, Nummer 2. Trolle. Habe ich sogar von unserem Turnier mitgenommen, weil ich selber Trolle hatte und auch selber sehr gerne gespielt habe. Wir haben hier die Trollliste vom lieben Max. Max, schöne Grüße gehen raus an dich, falls du das Video nochmal gucken solltest irgendwann. Das ist die reine Trollliste. Hier haben wir mit dem Truck, eben aus der Army of Renown von ihm, ein Piece, was alles, was irgendwie hier drinne Trolle ist, supportet mit plus einer Attacke, 5er Ward,
nur im Beschuss von Sechsen gehittet werden. Und eben alles, was diese Liste ausmacht, sind Trolle. Das heißt, hier da unabhängig davon. Ja, Jan ist richtig. Sage ich nichts zu. Unabhängig davon, was hier alles in der Liste ist, kriegt alles seine Buffs ab. Die Armee ist wie ein Troll halt, ist super stumpf. Die Liste war schon heavy, ja, die ist gut. Die Armee ist super stumpf. Die rennt nach vorne und haut dir ganz, ganz fest ins Gesicht. Die Frage ist, hältst du es aus und kannst fest genug zurückhauen? Das ist keine Liste mit vielen Tags. Das ist keine Liste, die super kontrolliert ist. Ja, das Truck keine, das Schweinemagratscher mag. Ja, das ist richtig, das mag er nicht. Die Liste ist super stumpf. Super einfacher Spielstil. Aber macht super Spaß, wenn man sich mit identifizieren kann. Das ist, wollte ich mal als Pendant dazu nehmen, auch ein super Punkt, was man machen muss, wenn man eine Liste schreibt. Fühlt man das, was man da hinstellt? Mich zum Beispiel, wenn man jetzt Fireslayer da hinstellen würde, schöne Grüße gehen raus an dich, Jan. Ich könnte zwar mit denen spielen, aber ich würde nicht sagen, dass das eine Armee ist, die ich selber schreiben oder selber mir zulegen würde, weil ich fühle das einfach nicht. Sowas hier mit den Trollen, wo ich sage, hey, ich bin dumm und ab ins Gesicht, los geht's! Da fühle ich mich schon viel mehr dabei. Das passt einfach besser zu mir. Ja, es gibt viele Sachen, die man spielen kann, wenn man nach vorne will. Unter anderem hier die Trolle. Die Orks sind da teilweise ein bisschen schneller, die Trolle hauen aber manchmal ein bisschen fester zu. So, das waren die ersten beiden. Ich hoffe, die City-Spieler habe ich damit schon mal glücklich gemacht. Als zweites gucken wir uns die aktuell am meistgespielten oder auch am besten performende Cities-Liste an. So, hier haben wir vom lieben Patrick Koch, auch schöne Grüße gehen raus an dich, Patty, ans Mini-Paradise. Only This Way-Listenname passt natürlich auch hier wunderbar. So, mal gucken, ob ich was im Chat überlesen habe. Ich spiele Gotrek und ist Gucci. Ach, nee, Gotrek spielt man aktuell nicht mehr in Fireslayer. Die können mittlerweile auch ganz gut ohne ihn arbeiten. So, stumpf ist für ein 2D-Event ja nicht schlecht, beziehungsweise Konzentration, absolut. Damit wirst du viel Spaß haben auf einem 2D-Event. Wenn es mal nicht so gut läuft, fährst du einfach im nächsten Spiel wieder drüber und los geht's. So, aber zurück zu den Cities, bevor es hier wieder komplett eskaliert im Chat. Ich kenne euch ja und am Ende komme ich wieder zu nix und sitze hier wieder eine halbe Stunde später und kriege Ärger. Nach dem Nerf der Cities, wo man ja am Anfang schon gedacht hat, uff, hier mit dem Warforger 6 Twit gleich Mortals im Beschuss, wären wir wieder beim Thema Listbuilding. Das ist halt eine Sache, die fällt sofort auf, wenn man ins Buch guckt. Damals mit dem Warforger und den 30 Fusilieren, da wusste man auf Anhieb, dass es broken. Das heißt, man hat ein fettes Piece mit den Fusilieren, Buff-Piece drumherum, Command-Korb drumherum zum Wiederhinstellen. Fertig war die Liste, noch ein bisschen Screen davor und es war perfekt. Da das genervt wurde, hat sich der liebe Patty zusammen mit anderen schlauen Köpfen da draußen gedacht, okay, was könnte denn noch richtig stark sein hier in dieser Liste, und hat die Frigate Cavaliers gefunden. Warum hat er die genommen? Weil die unfassbar tanky sind. Und auch dazu unfassbar viel Damage machen mit den richtigen Kommandos. Beziehungsweise falsch, hier heißt es ja Orders. Junge, June, also wie auch immer die Slaanesh auf der Adepticon Platz 1 geholt haben, ich weiß es bis heute nicht, aber wenn du jetzt nicht bald die Nummer 1 in Deutschland wirst mit deinem Slaanesh, nachdem das, was die da abgerissen haben, will ich keine Ausreden mehr von dir hören. So, zurück zu den Cities. Ich lasse mich hier mal viel zu leicht ablenken. Wir haben dabei 30 Frigate Cavaliers und das Command Core. Command Core super, um dem Gegner Kommandos zu denyen, um Battle Tactics zu schaffen und um auch wieder Cavaliers wieder hinzustellen. Was hier keiner sofort auf den ersten Blick sieht, diese Liste ist so unfassbar tanky, das glaubt ihr nicht. Wir haben hier mit dem Warforger entweder die Möglichkeit zu sagen, wenn wir offensiv gehen wollen, ja, die Kavaliere machen jetzt im 6. Twit Mortals. Oder wir gehen defensiv, dann stehen da 30 Kavaliere mit 2 Leben auf einem 2er Safe. Und er hat einen Pontifex dahinter, ja, gute Nacht, die haben auch noch einen 5er Ward. Und jetzt kommen wir in eine Sache, die diese Liste noch um einiges stärker macht. Wir haben nämlich Talia Vedra dabei, die dafür sorgt, wenn diese Unit im Nahkampf ist, und Talia auch, kann diese komplette Einheit auf die 4 plus readyen. Und wer jetzt hier aufgepasst hat, das sind 10 Modelle auf 2 Leben. Das heißt, wir töten 5 Modelle davon, dann kommen im Schnitt 2,5 bzw. 3 Stück wieder. 3 Stück davon sind wir bei knapp 80 Punkten, die da einfach wieder stehen.
Und das jede Runde, wenn wir die Reiter töten. Unfassbar tankige Reiter, die jede Menge Damage machen können, auf die 4 plus wiederkommen und wir können den Gegner mit dem Command Core richtig auf den Keks gehen. Sounds stupid for me. Und genau das ist es. Liste super stark. Ich weiß von Patty, dass er damit auch schon einige Erfolge gemacht hat. Und das ist aktuell, finde ich, der Way to go. Kurze Frage an den Chat. Ich hoffe, es ist okay für euch, wenn ich, dass ich diese Version von wie schreibe ich Armeelisten gewählt habe, indem ich von hinten das Pferd aufzäune. Ich gucke mir die Listen an und gucke mit euch zusammen, warum sind die so gut. Und würde dann demnächst, wenn wir das nochmal die Möglichkeit haben, gerade zur 4. Edition gezielt auf einzelne Bücher eingehen. Gerade wenn die neu rauskommen, dass wir es dann machen. Okay, jetzt kommen wir zum Beispiel für mich zum Orkbuch und sagen, hier haben wir Orks. Wie bauen wir jetzt da eine Liste zusammen? Dann können wir nämlich wirklich gucken, auch als ich jemand, der nicht weiß, was da gerade passiert, wie baue ich daraus jetzt eine Liste? Weil meine Big Wark-Liste habe ich auch als erster mit den ganzen Brutes so gespielt. Ich habe mir das nirgendwo abgeguckt und ja, es hat funktioniert. Ja. Verspricht Dinge für AOS 4.0? Ja, auf jeden Fall. Mir macht das Spaß mit euch. Da werde ich auch weiter dran arbeiten. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall weitermachen. So. Dann sind wir mit den Cities durch. Ich denke mal, bei Daughters of Cain ist es jetzt, wer die schon ein bisschen länger spielt, wenig spannend. Da gibt es ein Listenkonzept. Das ist komplett broken, seit es diese Armee gibt, gefühlt. Und das ist Morathi and the Bowsnakes. Warum ist das so stark? Wir haben Bowsnakes, 15 Stück, die auf die 4 plus rallyen dürfen, wenn sie mal getroffen werden, die 30 Schuss hat. Auf die 3-3, die auf die 6 einen Twit gleich Mortals machen, die teleportieren können, die in der Heldenphase schießen können. Et voilà, wir haben unser Piece, um das die Armee sich dreht. Jetzt haben wir noch Morathi mit der Shadow Queen dabei, die mit Mind Razor einen richtig schönen Spell dabei hat und je pro Runde nur 3 Schaden kassieren kann. Hey, wir haben ein Modell, das mindestens mal 2 komplette Battle Rounds nicht sterben kann. Ab nach vorne mit der, halte die Gegner auf, während ich mit den Bloodstalkern, mit den Bowsnakes reinschieße. Jan, Witch Elf Spam habe ich gesucht. Habe ich nichts zu gefunden aktuell, dass da irgendwer gut mit performt, deswegen habe ich sie mich mit reingenommen. Dazu als Info für euch, ich stand heute 3 Stunden, nachdem ihr mir diese ganzen Nachrichten geschrieben habt und habe mich quer durchs Internet gesucht, dass ich irgendwelche guten Listen für euch finde, wo ich gesehen habe, die haben gut performt, wo ich gesehen habe, wo ich weiß, die funktionieren. War gar nicht so einfach, so viel kann ich euch sagen. Lukas fragen, ja, nee. Der spielt doch jetzt am Ende auch nur Morathi in the Bowsnakes. Würdet ihr wollen, dass ein Regelleaks gibt hier vor rasch im Juni? Pff, ist mir egal. Also ich freue mich auf beides. Sobald ich die Regeln in der Hand habe, bin ich glücklich. Und hier haben wir noch die Shadowstalker und Hardrender dabei für super einfache Battle Tactics. Crypt ist noch mit dabei, um den Gegner ein bisschen zu ärgern als Monsterpiece. Ich glaube, die hatte nochmal irgendwie keinen Battle Shock oder sowas, bin ich mir gerade auch nicht sicher. Aber hier auch wieder super rund. Blood Sisters, Bloodstalkers und Shadow Queen als wichtigste Pieces und der Rest drumherum zum Screenen, zum Battle Tactics, zum Objectives klauen. Was will man mehr? Es gibt jede Menge gute Listen da draußen, aber irgendwie habt ihr es geschafft, die zu nennen, die in letzter Zeit nicht so gut performen. Und deswegen war es schwierig, dazu was zu finden. Man muss ja sagen, wir haben ja jetzt seit dem Battlescroll-Update gerade mal gut einen Monat, in dem wir Turniere spielen. Da ist es gar nicht so einfach, irgendwie gute Listen zu finden in nur 4 Wochen Turniere. Also seht es mir nach, das war wirklich nicht einfach. Ja, Bowsnakes und Kairos ist keine gute Kombi. Das ist kein schönes Matchup für Zinch. Luminev. Die meisten Listen kennt man hier bei uns ja zulande nur mit Teclis. Ich habe da mal was rausgesucht, was nicht Teclis ist. Ne, das ist Starborn, das wollen wir nicht. Wir wollen Luminev. Wobei ich nicht verstehe, wie man Luminev mögen kann, aber das ist eine andere Geschichte. Weder Zwerge noch Elfen, da sehe ich mich. Ich bin lieber bei ins Gesicht oder bei Untot. So, wir haben hier eine absolute Control-Liste, die einfach darauf aus ist, das Spiel des Gegners zu zerstören, selber super einfache Battle Tactics zu scoren und mit hier 35 Blade Lords unfassbar viel Schaden zu machen.
die gleichzeitig extrem tanky werden können mit dem Eta Quartz und eben mit dem Order Defense. Ich selber bin kein absoluter Luminev-Experte, muss aber sagen, das hier wäre eine Liste, worüber ich mir definitiv Sorgen machen kann. Weil die Luminev-Spieler unter euch werden wissen, die haben Möglichkeiten über Overwhelming Heat, über, wie heißt es gleich, Total Eclipse und über andere Sachen dem Gegner einfach das Spiel unfassbar schwer zu machen. Wir haben hier dabei den Blizzard dabei, wir haben die Jaws dabei, das heißt, wir haben in der Magiephase hier richtig schön Damage. Wir haben High Mobility Pieces wie die Dawn Riders, wie Elania Elator und wir haben gleichzeitig unfassbar tanky Pieces wie Sleight of Etarion, die gleichzeitig richtig schön Damage rausballern können und was diese Armee halt so stark macht, sie hat einfache Battle Tactics. Das heißt, diese Armee ist absolut Control. Die werden das Spielfeld kontrollieren. Wenn die eine Einheit verlieren, völlig egal. Die haben genug Damage, die haben genug Trade Pieces hier drin, um dir das Leben so schwer wie möglich zu machen. Wenn du einen Objective hinten unbeobachtet lässt, kommt ein Dawn Riders mit Speed of Rage und rennt dir mit, was haben die? 28 Zoll, rennen 30 Zoll, einmal quer über die Platte. Hier, ich sehe, die Jungs können sogar fliegen und klaut dir alles. Wie Janis schon sagt, weg mit den Elfen. Und hier sieht man ganz klar, die Liste hat ein Turnier gespielt, ist glaube ich Dritter geworden, hat sich nur gegen die Ossiac Bone Reapers ein Unentschieden geleistet. Ich glaube, das waren richtig viele, das war sogar ein sehr großes. Ja, 94 Spieler und auf Platz 3 gelandet. Das heißt auch, ohne Teklis ist es möglich, Luminev extrem high competitive zu spielen und unfassbar Spaß zu haben. Also, sofern man Elfen halt mag, was für mich leider nicht zutrifft. Kommen wir wieder zu den Themen unkonventionelle Listen. Hier einmal von uns aus Deutschland. Den lieben Mann kenne ich sogar, den lieben Timo. Der ist Dritter geworden auf unserem Scheunenrangeln hier in Deutschland. Und er spielt eine super interessante Liste, gegen die ich auch selber spielen durfte schon. Der hat es nämlich geschafft mit einer Liste, die weder auf Blade Geist angewiesen ist, noch auf Chain Resp angewiesen ist. War noch die Chain, nee, Dreadside Herridans, so rum. Jedes Spiel unfassbar gut zu spielen, teilweise zu gewinnen. Weil er spielt zwei Black Coaches. Als ich die Liste das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was ist das? Da fährst du komplett drüber. Das Spiel ist super einfach. Am Ende war es eines der knappesten und geilsten Spiele, die ich je hatte. Und ich habe mir gedacht, ich nehme es mal mit rein, als einfach mal eine Alternative, was man aus dem Armeebuch rausholen kann, worauf sonst keiner kommt. Weil diese Liste habe ich noch nirgendwo, auch nur in kleinster Abwandlung, irgendwo anders gesehen. Sonst sieht man ja immer 30, 40 Blade Geist oder Dread Sight Herridans, entweder Ward Ignore oder Aufpralltreffer und ist eigentlich sehr stumpf. Diese Liste sorgt dafür, dass du dich in den Chain Wrath, Spirit Hose und Coventry Guard festsetzt, während die Black Coach die ganze Zeit Mortals verteilt. Diese Liste lebt von dem Chip Damage. Der macht dir jede Runde, ob du willst oder nicht, hier drei Schaden, da vier Schaden, da zwei Schaden, die eine kriegt mal fünf, die nur eine. Aber es passiert die ganze Zeit. Die ersten Runden wirst du gar nicht merken, was passiert. Und in Runde 2, 3, 4 merkst du so langsam, oh shit, meine Armee bröckelt langsam auseinander. Weil er kann die ganze Zeit mit dem Guardian of Souls und mit Olinda Modelle wieder hinstellen. Er kann die Einheit buffen. Mit dem Cruciator sorgt er dafür, dass du minus ein Damage gegen sie machst. Und die restlichen stehen halt auf dem Unrendable Safe. Und die Black Coach sagt die ganze Zeit, ich haue Mortals um die Ecke. Das ist komplett bekloppt, aber super stark. Daniel, das mit den Wasserelfen war ich. Damit hat Jadden nichts zu tun. So, mal zu seiner Verteidigung. Ich finde, wir kommen ganz gut durch heute, aber ihr seht, wir haben auch noch ein bisschen was vor uns. Aber ich rede mich gerade so ein bisschen in so einen Lauf. Ich weiß gar nicht mehr, wer das von euch war, der gefragt hat, ist Beltanos eigentlich momentan Pflicht? Ich glaube, der liebe Mo war's, falls er hier sein sollte. Schöne Grüße an dich, Mo. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja, Beltanos ist Pflicht aktuell. Egal ob mit Alariel oder ohne. Beltanos sorgt dafür, dass diese Armee einen komplett neuen Spielstil bekommen hat. Jetzt haben wir die Möglichkeit, über das Rennen und Chargen die Armee ganz anders zu spielen. Wir sind nicht mehr auf diese Teleport-Charges angewiesen. Und das macht die Armee auf einmal so unfassbar viel variabler, dass es einfach Spaß macht, um diese Armee, um diesen Beltanos Listen zu schreiben.
Ich habe euch einmal eine wunderschöne Ariel-Liste mitgebracht. Einmal als Beispiel, es geht mit. Ariel, Damage ohne Ende, Utility ohne Ende und kann eine zusätzliche Einheit dazu holen. Beltanos, Damage ohne Ende, Utility ohne Ende. Durfu, Damage ohne Ende. Das heißt, wir haben drei Pieces, wenn eins davon stirbt, so what? Wir haben noch zwei weitere bei Ariel, sie kommt sowieso zurück. Wir haben drei Pieces, die schwer zu töten sind. Wir haben drei Pieces, die unfassbaren Damage raushauen können. Durfu 6 Damage, Alariel mit dem Beetle 4 Damage, Beltanos 4 Damage auf der einen Waffe, 3 auf der anderen. Und wir haben zwei einfache Screens, die dafür sorgen, dass der Gegner nicht uns als erstes charged. Und zwei Tree Revenants, jeder, der schon mal gegen gespielt hat, weiß, diese Jungs sind unangenehm. Weil die stellen sich einfach hinter dich über ihren Teleport, klauen dir die Objectives, scoren einfache Battle Tactics und sorgen dafür, dass der Silvernap-Spieler, auch wenn er es vielleicht nicht einfach hat, Objectives zu halten, dir deine dann doch relativ einfach wieder wegnehmen kann. Aber das Gleiche geht auch ohne Alariel. Und hier habe ich meinen guten Freund, den Colin, mal mit reingenommen, weil der hat auch eine super interessante Liste gespielt, die zwar wieder, natürlich, wie könnte es anders sein, ich mache es euch nochmal ein bisschen größer, den lieben Beltanos dabei hat. So, jetzt habe ich mal wieder kurz die Möglichkeit, in die Chat zu schauen. Die Lady kann ihn noch einmal heilen. Ja, reicht aber trotzdem. Marc im Dresdner Einträger war super, ja. Der hat die Liste hier vom lieben Timo auch kopiert, soweit ich weiß. Der hat die schon seit einem Dreivierteljahr, ist er die am Zocken, wenn nicht sogar schon länger. Oh, der Elves, meine nächste Armee, IDK, Silvernef, Luminef, da hat einer Bock. Nein, Jan, es gibt keine schöne Zwergenliste. Erst recht nicht für Cities, aber auch grundsätzlich nicht. Das sind alles kleine, nackte Männer oder Männer in Steambank-Anzügen, da ist nichts schön dran. Das ist schon fast Silverjaws-Liste, was? So, wir haben hier eine Silvernef-Liste von Colin, eben ohne Alariel. Dafür mit dem Arc Revenant, Branch Witch und noch einer Branch Witch. Das heißt sogar ohne Tree Lord Ancient, ohne Warsong Revenant. Dafür aber mit 6 Corn of Hunter mit Bögen, nochmal 3 Corn of Hunter mit Bögen und 6 Corn of Hunter mit Raid Swords. Okay, sorry, dann will ich nichts sagen, wenn Mark nichts kopiert hat. Ich kannte die Liste bisher nur von Timo und der spielt die gefühlt auf jedem Turnier immer die gleiche. Und ich habe noch nie jemanden irgendwo weltweit gesehen, der sonst noch zwei Coaches spielt. Dann schöne Grüße an Mark. Geile Liste, wenn er sich die selber ausgedacht hat. Richtig, richtig stark. Darauf musste er erstmal kommen. Ich war komplett überfordert mit der Liste. Richtig, richtig cool. Aber einmal kurz zurück. Colin, weiß ich, hat hier mit der Liste unfassbar gut auf einem der High-Competitives-Turnieren überhaupt abgeschnitten. Wobei man dafür sagen muss, Colin ist auch einer der besten Spieler in Deutschland. Wobei für mich sogar der Beste, ohne Frage, da kommt aktuell keiner ran so gut wie der rasiert. Hat hier neben Beltanos als einziges Helden-Damage-Piece noch die Corn of Hunter mit den Great Swords dabei. Und was ich auch super finde, die Corn of Hunter mit Great Bows, die ja jetzt nicht so beliebt sind hier bei uns in Deutschland, einfach als Piece dabei, um Screen zu liften, um Einheit mit wenig Recursion oder mit wenig Save wichtige Modelle rauszunehmen. Ich habe von ihm gehört, dass die Great Bows super performt haben, habe es selber noch nicht probiert. Gibt aber auch noch Listen, die so eine Mischung aus diesen beiden sind, die hier dann eben zum Beispiel Beltanos, Tree Lord Ancient, Warsong Revenant drin haben. Dann einmal 6 Kornov und den normalen, also Tree Revenants und Dryaden als Battleline und dann nochmal die Spite Rider Lance, nee, Seekers, um halt nochmal extra Recursion mit reinzubringen für die Corn of Hunter. Tristan, du sagst, es ist ehrenlos die Liste, aber jetzt ist die Frage, ehrenlos die Liste oder ehrenlos der Spieler? Das musst du mir nochmal genau beantworten. Bin gespannt, was du mir dazu sagst. Hoffentlich hört Colin nicht zu, aber der weiß, dass er ehrenlos ist. So, wir hatten noch eine Anfrage über eine Ogre-Monster-Truck-Liste und was wäre da besser als die Monster-Truck-Liste, die unser Edge of Hilltown gewonnen hat? Von dem lieben Till. Schöne Grüße gehen raus nach Hamburg, falls du das hier irgendwann mal siehst. Jetzt hast du es doch einmal ins Video geschafft. Spieler hat gerade geklingelt und bei mir ist jetzt nur die Liste. Oh, schöne Grüße an den. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Hier bei der Ogre-Liste, ich glaube, viel muss man hier drüber gar nicht sagen, ist momentan die stärkste Ogre-Liste, die du spielen kannst. Ich weiß, Jan wird gleich wieder sagen,
hier drinne. Es gibt noch eine mit den Kanonen, die ist mindestens genauso gut. Sehe ich ein bisschen anders. Wir haben hier sechs Stonehorns. Die fahren einfach über dich drüber, wenn du den Damage, den Impact Damage nicht aushalten kannst. Ja, ich sag doch, da ist er wieder drin, ey. Ich sag's doch. Aber Jan, du musst mir recht geben. Aktuell ist es die, die am besten performt, grundsätzlich, die am meisten verbreitet ist. Ich weiß, es gibt noch die Rocket Tyrants, ich weiß, es gibt noch die Gluttons, die Iron Blast, die Iron Breaker Listen. Siehst mir nach, dass ich nur eine hiervon mit reingenommen habe. Wir machen nochmal, kannst dir gerne nochmal mit anbieten, einen Ogre Deep Talk zu machen, hier einen Deep Dive zu machen. Hier konzentrieren wir uns jetzt einmal auf die Liste der Beast, der Boulderhead. Das heißt, plus 1 auf den Charge. Ach, Jan, gib mich nicht auf den Keks, ey. Ungelogen. Du schmeiß ich schmeiße dich nochmal irgendwann aus dem Chat raus. Entweder du bist bei mir oder du bist nicht bei mir. Auf meiner Seite oder du bist gegen mich, du. Dafür verprügel ich ja am Wochenende dich und deine Zwerge. Kannst du mal glauben. Muss aufpassen, was ich hier sage. Ich darf hier nicht fluchen, sonst ist das nicht mehr hier irgendwie jugendfrei. Und wir wissen ja alle, hier sind 50% Kinder im Chat. Zumindest, wenn man von mir auf das geistige Alter der anderen schließen würde. Aber alles gut. Ich freue mich, mit ein paar Verrückten hier Spaß zu haben. Außer mit Jan, der darf gerne wieder gehen. Ach Gott, zu viel festgequatscht. Einmal zurück auf die Liste. Sechs Stonehorns, die einem direkt ins Gesicht farmen. Das Einzige, was man hier machen kann, ist die Liste zuerst chargen, dass die Aufpralltreffer nicht mehr kommen. Aber Surprise, so ein Huskard on Stonehorn oder auch ein Stonehorn Beast Rider kann immer noch auch im Nahkampf richtig schön zuhauen. Unschön. Ja, ist kein Spaziergang. Die Jungs sind halt super schnell, die sind super schnell in deinem Gesicht und haben halt die Möglichkeit, über Monster Action richtig gut Damage zu machen. Wenn du wüsstest, wie oft wir schon ein Zimmer hatten, Felix, dann würdest du die Frage zurücknehmen oder die Antwort zurücknehmen. Das wäre unschön. So oft wie wir schon auf Turnieren beieinander, miteinander, übereinander, nebeneinander gepennt haben, der Fantasie ist da keine Grenzen gesetzt. Wir gucken uns als nächstes eine Standard Slaves to Darkness Liste an. Ihr habt mich gebeten, keine Varangard-Spam-Liste zu nehmen. Und ich habe tatsächlich welche gefunden, die kein Varangard-Spam sind. Wir haben hier eine Liste, die ist zwar nicht in den Top 3 gewesen, habe sie aber trotzdem gefunden. Nur ein Los auf dem großen Turnier. Wir haben Belacor mit dabei, den Sack. Wir wissen alle, Belacor super, super stark, alleine um die Kontrolle auf dem Spielfeld zu behalten. Und wir haben die anderen Sachen, die Slaves to Darkness momentan stark machen. Wir haben einmal Chaos Knights, wobei mich hier das Mal des Korn ein bisschen irritiert. Ich kenne die eher mit dem Mal des Nurgle. Er hat sie aber offensiv gespielt und nicht defensiv. Nee, Till hat nicht Nurgle auf Age of Hildron 4 gespielt. Ich empfehle dir unseren Vlog, also Zerant, ich empfehle dir unseren Vlog zu dem Age of Hildron, findest du auch auf unserem Kanal, eines der jüngsten Videos, die ganz neu dabei sind. Ja, zurück zu den Chaos Knights. Das sind 3 Leben each, das sind 30 Leben auf dem Dreier Safe, unfassbar tanky im Charge, mit den verbesserten Waffenprofilen im Charge und plus einer Attacke, Mal des Korn, super tanky, Entschuldigung, super tanky, super viel Damage. Wir haben Chaos Warrior dabei mit dem Mal des Nurgle. Das sind 20 Leben auf dem Dreier Safe und du hast minus 1 to Wound gegen die Jungs, was sehr vielen Einheiten sehr viel wehtut. Da kann ordentlich Damage flöten gehen. Dazu hat er in der Liste noch den 5er Rally für alle und als zusätzliches Damage Piece die Chaos Chosen. Hier das Mal des Slaanesh mit dabei, alleine deswegen, um zu sagen, diese Jungs haben jetzt Rennen und Chargen. Das heißt, wir haben hier ein Movement von 11 Zoll und dann den Charge. Und wenn die zuhauen, haben die durch das Screaming Flash Banner noch eine Attacke. Und wir wissen alle, Chaos Chosens können zweimal kämpfen. Das heißt, wir haben hier Tanky Pieces. Wir haben mit der Corvus Cabal Objective Grabber, die auch einfach mal Battle Tactics scoren können. Wir haben Chaos Knights für den Damage und wir haben Chaos Warrior für die Tankiness dabei. Eine rundum runde Liste. Wahrscheinlich, weil die Warrior mit Nurgle sind. Also du kannst auch trotzdem Nurgle Knights nehmen. Das ist völlig egal.
ich kenne halt hauptsächlich Nurgle Knights, deswegen war ich hier ein bisschen verwundert. Make Warhammer Not Love, okay, Nick, machen wir ab jetzt. Oder halt so Listen, die so tanky sind oder so viel Recursion haben, dass die Stone sich einfach reingraben und nicht mehr rauskommen. Bei den Beasts hat man Boulderhead, hier haben wir die Cavalists. Aber was anderes. Aber wir haben noch eine Liste für euch. Da muss ich nochmal Props geben an meinen lieben Freund Henning, der die just auf dem letzten Turnier am Wochenende gespielt hat und ich glaube Zweiter damit geworden ist. Und man muss sagen, es gibt wenig Spieler, die so gut Slaves to Darkness spielen wie Henning. Das ist für mich die deutsche Koryphäe für Slaves to Darkness, der die auch schon in Warhammer, nicht die Old World, sondern im alten Warhammer Fantasy gespielt hat. Und der hat einfach den schönsten Archeon von allen, deswegen führt er den auch gerne aus. Und hier haben wir eben auch die Nurgle Knights, wir haben die Chosen, die wir eben auch schon in der Liste gesehen haben. Das heißt, man kann auch starke Listen spielen ohne die Varangard, was ich tatsächlich auch viel angenehmer finde, als immer nur zu sagen, okay, ich spiele den mal Varangard und los rein. Das macht dann schon wieder ein bisschen mehr Spaß. Chaos Sorcerer Lord, ganz einfach für die Buffs mit dabei. Und dann hat er hier drei dicke Pieces, die der Gegner erstmal wegkriegen muss. Dominik, was tun die? Was genau meinst du? Wer tut was? Ich gehe mal davon aus, dass du meinst, was die Cavalists tun. Das ist das Zauberervolk. Und das ist, du kannst, glaube ich, ein extra Spell, also ein extra Cast-Dispel und Unbind machen. Und du kennst einen zusätzlichen Zauber aus der Lehre, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber ich denke mal, da Henning hier, da. Demonic Speed, ja, ich denke mal, dass er hier zwei, ja, er hat Master of Magic dabei, dass er hier zwei Zauber mit haben möchte. So, mal den Discount gestohlen. Starte erst mit dem kompetitiven AOS, werde mal die alten Meets nachholen. Ja, gerne. Ich glaube, damit wirst du ein bisschen was lernen. Ich hoffe auch ein bisschen mehr und du wirst damit viel Spaß haben. Und ganz wichtig, ich sag's in jeder Folge, kommt gerne auf den Discord, wie du es jetzt gemacht hast, und stellt mir auch Fragen dazu, wenn ihr was wissen möchtet. Also, wir haben gesehen, die kann man auch anders spielen, die lieben Slaves to Darkness, Chaos. Dann haben wir noch drei Armeen vor uns. Einmal die momentan unfassbar starken Skaven. Da gibt es momentan zwei Armeekonzepte, die super funktionieren. Wir hatten ja letztens das Problem in der letzten Edition, dass die Skaven, die Screaming Bells, sich nur bewegen konnten, wenn Ratten daneben steht. Und sobald man das weiß, machen die halt nichts mehr. Da die sich jetzt selber bewegen dürfen, ohne dass irgendwas daneben stehen muss, haben die Leute halt gemerkt, ups, die sind ja ganz schön stark. Denn alleine dadurch, dass man Wunden ja so lange abgeben kann, wie man Lust hat, das kann man zum Beispiel sagen, okay, meine Screaming Bell bleibt jetzt auf 10, 11 Leben stehen und dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz hoch, dass hier mal kurz ein Vermin Lord rauskommt. Wenn man zwei Screaming Bells hier drin hat, hat man das Potenzial, was nicht sehr unwahrscheinlich ist, wenn der Gegner sie angreift, zwei Vermin Lords rauszuholen und mal kurz 650 Punkte mehr auf dem Feld zu haben. Die Armee kann super debuffen, weil alle Helden, die angegriffen werden, haben minus, hast du minus 1 to Hit gegen. Das Plague Furnace sorgt noch dafür, dass minus 1 to Wound im Raum steht. Und mit dem Plague Sensor Biron, inklusive Hellpit Abomination, hat dieser liebe Herr unfassbar viel Damage in der Liste. Hiergegen Beschuss, schießt alles ins Gesicht, was ihr habt, tötet die Plague Sensor Bearer, tötet die Hellpit und dann habt ihr einen schönen Tag. Ich finde es leider sehr, sehr stark, was die Ratten hier machen können. Die feuchten mal ein paar schöne neue Modelle, dann macht mir das vielleicht auch wieder Spaß, aber ich musste jetzt schon drei, vier Mal gegen so eine Art Listenkonzept spielen. Und was die über die Prayer an Great Plagues raushauen können, was die an Damage raushauen können, was die an Debuffs raushauen können, leck mich doch, und mehr sage ich dazu nicht, weil das ist unfassbar stark. Geht aber auch ohne Bells. Vom lieben Martin Feingold, das ist einer aus der französischen Nationalmannschaft, hatte ich auch schon die Ehre. Der ist komplett über meinen Big War drüber gefahren. Ich glaube, das waren saftige 16-4 oder so damals in Luxemburg. Deswegen habe ich mir die Liste, ist zwar schon ein bisschen älter, hat sich aber von Punkten nicht viel verändert, nochmal rausgesucht, weil ich die unfassbar gut fand.
Der hat hier schon den ersten Vermilord dabei. Wir sehen, der hat keinen Plague Furnace, keine Bell mit dabei. Dafür hat er eben aber noch den Vermilord Warbringer dabei. Warum ist das so wichtig, wird sich der eine oder andere fragen. Der kann hierdurch beiden 15er Trupps Plague Sensor Bearern Fight on Death geben. Und wer schon einmal gegen Plague Sensor Bearer mit Fight on Death gespielt hat, der weiß, das macht keinen Spaß. Das sind im Charge, ich glaube, 5 bis 6 Attacken, die im Charge auf die 2-2 hitten und verwunden, ein Ren 2 Damage haben. Das heißt, wir können uns jetzt mal vorstellen, 15 mal 5, dann sind wir bei 75 Attacken auf 2-2 mit einem Damage-Profil von 2. Und wer jetzt aufgepasst hat, wenn wir danach noch am Stehen sind und zurückhauen, kann er das gleiche nochmal machen. Das heißt, für uns bleibt nichts mehr stehen. Dazu ist diese Liste generell von den Skaven halt durch die Gnarholz oder durch andere Sachen wie zum Beispiel Skitterlieb unfassbar mobil. Und wir müssen hier richtig gut aufpassen, dass der uns nicht komplett überfährt. Durch die neue Battle-Taktik, die sie bekommen haben, Flee Flee, haben Skaven auch nicht mehr das Problem, dass sie mit Battle-Tactics zu kämpfen haben, sondern jetzt sogar auch mal locker flockig alle 5 schaffen können. Was ich für eine Armee, die so viel Damage und so viele Tricks mit dabei hat, schon wirklich krass finde. Muss ich mit Big Mar gerade sagen. Ich weiß. Bitte um Entschuldigung. So. Dann gehen wir einmal weiter zu Ushuran. Ich würde euch gerne mal ein Bild zeigen. Das habe ich aber nicht mehr gefunden. Beziehungsweise habe ich jetzt nicht mehr in die Präsentation reinbekommen, die nicht existiert. Auf dem Turnier in Games Island, wo auch diese Liste von ist, vom Jonathan, waren 5 oder 6 Mal Ushuran dabei. Also ich glaube, der scheint momentan sehr, sehr beliebt zu sein. Der Crown von Paperboy, was ich jetzt wieder verpasst. Crown of Dark Secrets, ja, die sorgt einfach dafür, dass alles, was innerhalb dieser Crown of Dark Secrets ist, weniger Attacken bekommt. Daddy of the Lulu, ja, jawohl, Jan, du hast recht. Jan hat eben gerade noch, als wir Turniervorbereitung gemacht haben, uns einmal erklärt, was diese Liste eigentlich so stark macht oder generell die Ushuran-Listen. Ushuran hat einfach eine unfassbar große Bubble, ich glaube von 24 Zoll, den er eine zweite Delusion wählen kann, also plus 1 zu rennen und chargen. Aber vor allem sorgt er dafür, dass alles in 24 Zoll plus eine Attacke hat. Das hat Katakross-Ausmaße, das ist unfassbar stark. Er selber hat verhältnismäßig gute Recursion über die 2D3, die er jede Runde heilt. Entschuldigung, 30 Delusion, 24 Feeding Frenzy, sorry Jan, danke fürs Korrigieren. Und kann selber auch richtig gut zuhauen. Die Liste hier, ob man jetzt 2x6 Morbeck Knight spielt oder dafür Crypt Guard mit reinnimmt, ob man Horror spielt, dafür Crypt Guard spielt, ist eigentlich völlig egal. Ich finde, das ist das Schöne an der Armee. Du hast einfach ein sehr ausbalanciertes Battletome, was zwar ein paar Autopicks drin hat, wie zum Beispiel meistens ein Gorewarden Arch Regent, aber ob du jetzt mit Ushuran spielst oder wie wir gleich sehen, ohne, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Was Jan gerade noch schön reinschreibt, die Beast Flayer sind natürlich das, was diese Armee so komplett bekloppt macht. Alles, was Monster mitbringt und hier gegen spielen muss, kann eigentlich gleich aufgeben. Also ich habe schon mit Riesen gegen gespielt, war nicht angenehm. Das macht überhaupt keinen Spaß. Und das gleiche haben wir auch nochmal in einer komplett anderen Variante, ohne Ushuran. Jetzt muss man hier einmal runtergehen. Das war eine Liste von einem TTS-Turnier, wo wir hier gegen im Finale verloren haben gegen die Dänen. Und der liebe Sven, ein super netter Spieler aus Dänemark, ich glaube sogar Captain vom Team Dänemark, die letztes Mal hier die Meisterschaft gewonnen haben, ist unfassbar stark mit dieser Liste. Ich musste zweimal gegen ihn spielen, einmal Vorrunde, einmal Finale. In der Vorrunde ist er über meinen Big War komplett mit 19-1 drüber gefahren, weil er halt genau weiß, was er macht. Im Finale konnte ich es leicht mit ein bisschen Glück drehen auf ein 12-8, hat aber trotzdem nicht gereicht. Was die Liste einfach kann, sie hat eine Mobilität, das ist nicht normal. Wir haben 6 Morbeck Knights, die mit dem Gore Warden mitgehen und Deep Striken können. Die durch den Spell vom Arch Regent sich nach dem Setup nochmal W6 Zoll bewegen können. Und der Rest kriegt plus 2 Movement. Das heißt, die Morbeck Knights stehen alle Runde 1 genau da, wo er sie haben möchte. Teilweise sogar mit einem 5er Ward Save.
Er hat die Cogs mit dabei, einfach um mehr Delusion Points zu kriegen, weil das Ziel ist, Morbeck Knights rein, alles töten, was im Weg ist, dann von mir aus sterben und dann sofort wiederkommen und wieder rein. Weil das Schöne ist, er hat ja die Möglichkeit, diese ganzen Units wieder aufzufüllen, nachdem sie gestorben sind, was ein unfassbares Problem ist, die alle wegzukriegen. Ich habe es damals geschafft, indem ich wirklich alles in einer Runde getötet habe und er nicht genug Points hatte, um alles wiederzuholen. Er hat dann zwei Einheiten wiedergeholt, einen Charge verkackt, da hatte ich ein bisschen Glück und die Zauber habe ich relativ gut wegbannen können, was Big War ja relativ gut kann. Aber hier nochmal drauf zurückzukommen, unfassbar starke Liste, ein bisschen schwer in der Anschaffung, ganz klar. Und bevor ich so eine Spam-Liste spielen würde, ist die Frage, ja, oder Cox für Charge Reroll. Ja, absolut, aber die steht hinten bei den Helden drin, die will er nicht für den Charge Reroll. Den braucht er meistens nicht, der hat ja plus 2 auf den Charge. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, bevor ich so eine Spam-Liste spielen würde, ist halt gerade jetzt beim Wechsel der Edition die Frage, ob die danach noch gut sein wird. Ich wollte es euch trotzdem einmal mitgebracht haben. Dann kommen wir zum letzten. Auf dem letzten Drücker habe ich nochmal eine Anfrage für Zinch bekommen und ich habe tatsächlich ein Turnier gefunden, was zwar ein bisschen älter ist, aber immer noch nach den aktuellen Regeln, also keine großen Änderungen, womit Zinch einfach ein Turnier gewonnen hat. Und wir sehen tatsächlich ohne Kairos. Dafür eine der Armeen, die noch gerne die Kornspine mitnimmt mit Zinch. Weil Zinch eben die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich kann denjenigen, hallo ist er hier, den Magister kann ich einfach in die Luft jagen, dann ist die Incarnate Wild, die schicke ich vorne rein und los geht's. Oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, damals, oder ging das dann noch, dass man die mit Spells füttern konnte? Boah, nee, das ging auch schon da nicht mehr. Das ging auch schon im Januar nicht mehr. Nee, sorry, Kommando zurück. Doch keinen Fehler gemacht. Jan, du kriegst keine Fireslayer-Liste. Du hast nicht gefragt. Wir haben hier möglichst viele Spells, die er durch... Geht immer noch. Ja, sorry, aber das... Ja, genau. Dann war das nur mit dem selber killen nicht mehr so einfach. Ja, jetzt habe ich mich gerade selber ein bisschen um den Verstand geredet. Schickt die nach vorne, macht die wild rein, füttert die mit Spells, ist unsterblich, steht dahinter und zaubert dich tot. Ich finde es hier ein bisschen schade, dass er keine Pink Horrors dabei hat, wobei schade da wahrscheinlich das falsche Wort ist. Bin vielleicht auch ein bisschen froh. Und was man hier auch sagen kann, die Zangors, die ja jetzt sogar 2 Zoll Reichweite bekommen haben, machen hier auch einen relativ guten Job. Und das einfach kurz zu der Liste noch. Erstmal, es tut mir leid, dass wir heute ein bisschen durchpacen mussten, weil wie gesagt, ich habe heute wirklich nur eine Stunde Zeit für euch und bin immer noch riesig dankbar dafür, dass hier der Chat wieder so wundervoll mitgearbeitet hat und auch ein paar neue mit dabei waren, nicht nur die üblichen Verdächtigen. Und würde in dem Sinne, genau, Cronspine unkillable, wenn nicht mal wenn er nicht Pech hat beim Endless Spell Dispam. Würde einfach nochmal sagen, wenn noch irgendwelche Fragen sind, ich bleibe gerne nochmal 1-2 Minuten länger, wenn ihr noch was auf dem Herzen habt. Ansonsten freue ich mich wie immer über euer Feedback. Egal ob jetzt hier drinnen in den Kommentaren auf Discord. Wie gesagt, folgt uns gerne. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder in der Streambeschreibung, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Jan, deine B-Note kannst du dir sonst wohin. Das ist immer noch besser als alles, was ich in der Schule hatte. Da war ich mehr so auf CD unterwegs. Aber man sieht, auch aus den schlechten Schülern können immer noch schlechte Erwachsene werden. Also von daher nehme ich die B-Note sehr gerne. Also suche ich mir einen Supporter, Hammer und Amboss und baue mir eine Liste drumherum. Ja, so einfach könnte man sagen. Ach Gott, komm hinterher beim Lesen. So einfach könnte man sagen, natürlich muss man auf Feinheiten achten. Nutzt dafür gerne den Discord, stell Fragen, ich kümmere mich darum und helfe sehr gerne. Oder ich frage auch Leute, von denen ich weiß, dass es passt. Heißt im Linktree aber Community Server, nicht Discord. Musste man erstmal checken. Danke für die Info, wusste ich selber nicht. Ich habe die Beschreibung nicht gemacht. Ich sitze hier nur mit euch zusammen vor dem Bildschirm und rede über Sachen, die mir Spaß machen.
Ja, Madeleine, den machen wir noch. Ich habe vergessen, dass der Stream heute war. Ist gut. Ich habe den Link verstanden. Was Lanisch gespielt hat, kannst du dir auf BCP oder ich glaube, wo haben sie es eingetragen? Müsste auch irgendwo stehen. Ich gucke mal, ob ich den Link nachher finde. Kilian, die habe ich schon privat dazu geantwortet. Ich verstehe die Liste nicht, wie die so gut abschneiden kann. Felix, es ist eine Mischung aus beiden. Du musst sowohl Primaries als auch Secondaries scoren, deswegen du brauchst deine 5 Battle Tactics, die du erreichen kannst, du musst aber auch überleben können bis zum Ende durch. Wenn du mal Lust hast, können wir da gerne nochmal ins Detail drüber sprechen. Wie gesagt, es war einfach jetzt ein bisschen viel, was ihr an Fragen hattet, an Armeen hattet. Ich wollte keinen auf der Strecke lassen. Nächstes Mal frage ich euch trotzdem, aber macht dann noch ein bisschen anderes Thema, ein bisschen anderes Content. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, was hast du denn schon wieder? Ja, Kroketten oder Pommes, ey, ach, Jan. Gibt es VODs von Adepticon? Weiß ich gar nicht. Wer gewinnt den Eastside Clash? Mein heißer Tipp ist leider auf den Zwergen von Jan. Leider, leider ist er auf den Zwergen von Jan. Freut euch drauf, die Liste hat's in sich. Mir graut's ein bisschen davor. June, 2 Wochen noch, dann bin ich wieder bei euch. Dann spielen wir eine Runde zusammen, wenn wir Freitag kommen. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, nochmal vielen, vielen Dank für die rege Teilnahme, auch wenn es heute vielleicht ein bisschen unübersichtlich war, ohne große Präsentation. Ich verspreche euch hoch und heilig, dass es nächste Woche wieder besser wird, beziehungsweise strukturierter. Und wünsche allen dann noch einen wunderschönen Abend. Und dann macht's gut, schönes Wochenende noch.